Hallo und herzlich willkommen zur Runde 3 Vision, dem wundervollen Retro-Spiel hier. Wir haben beim letzten Mal den Roboter, den lieben Marvin, wiedergefunden. Sind jetzt dementsprechend im Infolift und schauen mal eben an, ob es schon weitergehen kann und sehen da gerade Informationen. Das bedeutet, wir haben quasi die Storyline der ersten Wohnung komplett geschafft. Sprich, den Roboter wiedergefunden, uns ein bisschen im Tower orientiert. Wir sind verhältnismäßig reich. Können, glaube ich, noch ein bisschen mehr zum Mampfen vertragen. Aber das, was wir noch brauchen, das sind ein paar Sympathiepunkte. Und die bekommen wir, indem wir jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend schlawenzeln. Und mit 4 Leuten quatschen. Das machen wir doch dann direkt mal. Und zwar, wo könnten wir denn? Da finden wir gerade niemanden. Zurück in die Erlebniswelt. Ist da wer? Nein. Ja, sag mal. Wo sind denn hier alle? Museum. Auch keine Socke. Hallo, Leute. Ich möchte gerne ein wenig Socializing betreiben. Aha. Nintendo. Verlaundliche Lunge, möchtest du für mich arbeiten? Ja, machen wir mal direkt. Du hast einen Job für mich? Was ist denn für eine Arbeit? Ah, ich sehe, du bist interessiert an Arbeit. Das ist ganz einfache Arbeit, aber ich werde dich gut dafür bezahlen. Du könntest mir helfen, meine Bauteile zu sortieren. In meinem Lager herrscht ein ungeheures Chaos. Ich weiß, ich habe die Teile, die ich brauche, aber ich habe so viele davon, dass ich die richtige nicht finde. Wenn du mir hilfst, das Leiskolben im Heuhaufen zu finden, soll das nicht dein Schaden sein. Willst du mir helfen? Klar. Aber sicher. Also, rechts ist eine Schale mit Widerständen, odelt Landistollen, odelt anderen Teilen. Auf dem Schirm siehst du das Teil, was ich brauche. Suche bitte alle entsprechenden Teile heraus. Tut mir leid, dafür bin ich überqualifiziert. Such dir einen anderen Vollpfosten hier. Nein, Ordnung muss sein. Das mache ich mit links. Wenn wir schon gerade nicht irgendwie Socializing betreiben können, dann wollen wir doch wenigstens noch ein bisschen reicher werden. Ein K sucht der Gute. Nein! Da hat die Maus gehackt. Oh, Backe. Noch ein K, noch ein K, noch ein K. Tack, tack, tack. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem falschen K? Egal, quit. Was sagst du? Beide Muttel meines Vattels. Das hätte ich selber nicht besser gekonnt. Ach, du verhaust sie also auch immer beim ersten Mal. Ist gut. Schön, schön. Das ist nett, dass du über Fehler auch hinwegsiehst. Du bist... Oh, du bist die 150 Loks voll Welt. Schön. Es ist aber schon spät geworden. Wenn du den Job weitermachen willst, dann schau morgen noch einmal vorbei. Bis dann. Jo, bis dann, du. Jetzt hackelt hier die Maus gerade wieder. So, mal gucken. Steht er da noch, dass wir noch eine Runde mit ihm quatschen können, der Gute? Nein, leider nicht. Da wollen wir doch mal gucken. Irgendwo wird hier doch irgendjemand wohl zu finden sein, der mal mit uns ein kleines Pläuschen warnt. Es ist doch so verrückt werden. Wir müssen doch reden mit euch Leuten. Da, zack, wer bist du denn? Von hinten hattest du irgendwie, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so eine volle Mähne von hinten hast. Vorsicht, meine Schulter ist verletzt. Edo, erkennst du uns denn nicht mehr? Egal. Oh, entschuldige, was hast du denn? Ich habe mir aus Versehen meinem Föhn in die Schulter gebissen. Mhm. Passiert das öfter? Nein, nein. Sonst erwischt es höchstens einen Zeh oder so. Ach so, dann ist es ja nicht so schlimm. Ist ja alles im grünen Bereich. Ich dachte schon, das wäre chronisch. Bei mir doch nicht. Dann mach's mal gut und viel Glück beim nächsten Föhn. Ja. Alles ganz tolle Leute hier. So, wer bist du? Ah, du bist doch der Neue hier, oder nicht? Ich bin eigentlich schon zu lange hier. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier noch soll. Was, beschwerst du dich? Wir könnten es doch nicht besser haben. Oh nein, dir könnte es doch nicht besser gehen.
Das ist doch alles, was du willst. Ich weiß, aber manchmal habe ich halt so einen Frust. Ja, das verstehe ich. Das passiert schon mal. Sehr netter Kerl. Aber eigentlich in die Titanröhrenwerk gehen wir mal. Ins Titanröhrenwerk. Ah, das ist eine Fertigungskontrolle. Sieht aus wie ein Mensch, aber nein, ist nur eine Fertigungskontrolle. Und da ist der Armin. Hallo Armin. Wie kommt es, dass man dich hier sieht? Willst du auch zum Vektortennis? Zum Vektortennis? Wie kommst du denn da raus? Rauf? Sehe ich etwa aus wie ein Sportfreak? Sport ist Mord. Sport. Ich suche ja nur nach verwandten Seelen, wie man so sagt. Du musst wissen, Sport ist das Blut, das in meinen Adern fließt. Leider muss ich dich enttäuschen. Meine Mutter hatte einen schweren Unfall beim Hochfrequenzspringen. Seitdem ist Sport für unsere ganze Familie tabu. Oh, das tut mir leid. Ich wollte nicht in alten Wunden bohren. Schon gut. Du konntest es ja nicht wissen. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß beim Spielen. Möge der Beste gewinnen. Ja, ja. Unsere fies verglückte Mami beim Sport. Ah, schon Beleuchtung für die Nacht oder was? Dann gehen wir doch mal eine Runde ins Bettchen. Mal gucken, was jetzt das Ganze gebracht hat. Sympathie. Ah, ja super. Wir können uns mit drei Leuten noch unterhalten. Erstmal pennen. Wieder bei der Tastatur latschen hier. Da war noch eine Tür. Kann man da vielleicht in der Gärtnerei noch irgendwie einen Sympathiewert abstauben? Nee, das wäre einer, der hat uns, der Kontrolleur. Der spricht ja einfach nicht mit uns. Dann lassen wir es halt. Wenn der so frech ist. Also, ab in die Pofe hier. Hallöchen, Bett. Klar, 8 Stunden reichen aus. Wir haben großes Vormorgen. So, wir suchen nämlich jetzt nach Leuten, die gerne mit uns reden wollen. Und mir fällt es jetzt gerade auch wieder ein, man kann pro Ausstieg aus dem Infolift immer nur eine Sympathie oder einen Sympathiepunkt bekommen. Dementsprechend werden wir jetzt gerade mal ein paar Sympathiepunkte grinden oder was? Hi, hast du gut geschlafen? In dem Bett kann man auch nur gut schlafen. Recht hast du. Der Fortschritt bringt's halt. Ah, meinst du nicht, heute wäre... Der schöne Tag heute wäre ideal, sich nach einem interessanten Job umzugucken? Ich habe aber schon einen. Ach so, man kann aber auch mehrere Jobs auf einmal machen. Da fällt mir ein, wir wollten ja auch nochmal gucken, wo diese Megaschule ist. Hat die denn jetzt echt was? Oh, Strafe vorbeigeklickt. Da, Megaschule. Level 30 grün. Anscheinend doch nicht in der Erlebniswelt. Egal. So, so, dann gucken wir doch mal. Was gibt's denn hier so in der Megaschule? Agenta Silberblick. Ah ja. Ui. Hallo, ich bin die Lehrerin in der Megaschule. Dann bin ich wohl ihr neuer Schüler. Was möchtest du denn lernen? Französisch vielleicht? So was gibt's hier nicht. Wie wär's mit folgender Auswahl? Vulkanesisch, kreatives Denken oder Geschichte? Wie wär's mit kreativem Denken? Das fehlt noch in meiner Sammlung. Was fehlt dir? Kreativität oder das Denken schlechthin? Bisher warst du doch schon äußerst kreativ bei der Lösung deiner Probleme. Es gibt nichts, was wir dir hier noch beibringen können. Dann noch Geschichte, na logo, ich weiß doch noch was gar nichts über den Tower. Okay, fangen wir mal an. Der Tower wurde zwischen 2001 bis 2010 fertiggestellt. Er beinhaltet die größte genetische Datenbank der Welt und stellt außerdem ein autarkes System dar, das auf Basis fester ökonomischer Dogmen nicht nur keinerlei Schadstoffe in die Biosphäre entlässt, sondern auch an anderer Stelle durch geeignete Maßnahmen den Schädigungen der Umwelt, die in ihrem Verhalten bislang fahrlässig das Milieu Rhabarber bla bla Schwafel. Hey, aufwachen! Die Schule ist aus! Ja, das war doch super.
Hallo, ich bin immer noch Lehrerin. Ja, das sieht man aber gar nicht an. Ey, das zu verstehen, war doch nur ein Kompliment. Dann danke für das Kompliment. Was möchtest du lernen? Heute gerne murmeln. Sowas gibt's hier nicht. Wie wär's mit folgender Auswahl? Geschichte hatten wir schon, Vulkanesisch haben wir noch nicht. Das ist so hier so ziemlich die wichtigste Fremdsprache. Man muss doch an die Zukunft denken. Dann geht's auf zum Intensivkurs. Sorry, unser Fremdsprachenexperte ist zurzeit leider nach Vulkan abgedreht. Ich meine, der Kollege ist krank. Sorry again. Ach, nochmal die Geschichte. Komm, dann. Oh, kling weiter doch mal durch die Geschichte durch. Ja, okay, Schulszene, gut. Ja, das war ja ein sehr erfolgreicher Besuch hier in der Megaschule. Nee, das war nix. Bekam er wenigstens Sympathiepunkt dafür, dass wir uns mit der unterhalten haben. Nein, natürlich nicht. Oh, komm hier. Gibt's ja wohl in der Erlebniswelt irgendwo was? Irgendwelche Leute, die mal mit uns sprechen wollen. Es reicht doch ein freundliches Hallo. Flower Shop. Niemand drin. Nochmal der Flower Shop. Auch nicht. Der Musikshop. Auch keiner. Wo sind denn hier alle hin? Er ist im Museum. Ist da mal einer? Auch nicht. Der Shop. Ah, da ist er ja. Na, Max, was ist los? Nur, was soll denn sein? Das will ich ja gerade von Dill wissen. Auch sehr cool. Das sind an sich Texte, die können alle sprechen. Also, die kriegt man bei allen Figuren. Aber bei denen, die Dialekt haben, wie zum Beispiel hier der Nintendo oder auch der Oleg Brodsky, da ist jedes Mal dieser Text in dem Dialekt nochmal umgeformt. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber finde ich schon echt cool, detailverliebt. Sehr schön. Auf jeden Fall präzisiere mal deine Frage, mein Freund. So wichtig ist es nicht. Ich lede manchmal einfach so, ohne viel nachzudenken. Ich dachte, es wäre wichtig. Naja, ich muss sowieso weiter. Ciao. Gut, das war das. Sympathiepunkte 4, bitte. Nein, natürlich nicht. Dann nochmal raus und ein Sympathiegespräch vielleicht. Komm hier, das kriegen wir ja wohl hin. Mein Freund Kupferstecher. Kannst du mir das alles erklären? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine, warum alles so ist, wie es ist. Wäre es denn wirklich besser, wenn wir alles wüssten? Manchmal wünsche ich mir, alles zu wissen. Und dann ging es dir besser? Klar, ich hätte die Macht. Die Macht? Und wofür würdest du deine Macht gebrauchen? Um mich und die Meinen schamlos zu beleicheln, natürlich. Was denkst du denn? Klingt nicht schlecht. Das habe ich auch null so gesagt. Denkst du, ich wäre wirklich dazu fähig? Nein. Alles klar, wir sind uns einig. Ich muss weiter, tschö. Du musst weiter, du sitzt doch gerade in deinem Laden, mein Guter. Komm, wir gehen mal raus. Vielleicht finden wir ja noch einen zweiten, mit dem wir hier ein Gespräch führen können. Einmal hier durch den Gang gerobbt, ob da irgendwer rumasselt. Ist jetzt nicht der Fall. Dann gucken wir durch den Flower-Shop mal eben da draußen. Und schauen nochmal hier. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Dementsprechend machen wir das jetzt noch zweimal. Tom's Game World nicht. Der Sportshop wird eh wieder renoviert. Die Friteuse hier ist nicht da. Die Moser-Ecke, der Oleg, der ist uns doch auch positiv gestimmt. Hey, du siehst aus wie ein Typ, bei dem es sich lohnt, ihn kennenzulernen. Wie meinst du das? Wie soll das schon gemeint sein? Ich lerne nun einmal gerne Menschen kennen. Kennenlernen. Was heißt denn das für dich? Ja, abruptes Ende wahrscheinlich nicht so gut. Doch, oh, unfassbar. So ein Gespräch ist also ein Sympathiepunkt wert, aber wenn wir mit ihm da philosophieren in der ersten Runde nicht, oder was?
Na, Max, was treibt dich hierher? Nur der gute alte Zufall, mein Freund. Du glaubst auch noch an den Zufall? Ich meine, dass unser alles Schicksal vorprogrammiert ist. Irgendwie wiederholt sich dann alles und jeder hat halt seine Aufgabe. Stimmt, da ist was Wahres dran. Wenn dich das interessiert, schau doch mal in die Bibliotheklein. Da gibt es viel Lektüre über den Sinn des Lebens und die Hintergründe. Das ist ja, mein Gott, ein Tipp, du. Was würde ich nur ohne dich machen? Wenn du sowas Neues herausfindest, können wir uns ja gerne nochmal unterhalten. Machen wir. Das würde mich nämlich total freuen, so ein bisschen philosophieren und so, weißt du? Ein paar gute Unterhaltungen habe ich schon lange nicht mehr geführt. Naja, das freut mich zu hören. Ich unterhalte mich auch gern über solche Dinge. Also dann, auf bald. Hoffentlich, bis dann. Ja, wer würde denn sonst annehmen, dass hier die Gespräche von Oberflächlichkeit geprägt sind? Gut, hier ist nix. Dann einmal hier rein und ja, wir haben es geschafft. Howdy, Loretta wartet auf dich. Ich glaube, es geht um deine Karriere. Sehr gut, sehr gut. Einmal hier checken, Sympathie, alles im grünen Bereich. Ah, von der Zeit her. Z. Ah, Uhrzeit ist auch so, die LBS ist geöffnet. Dann stürmen wir doch mal hoch, ziehen uns noch auf den Weg mal eben im Burger. Wir wollen ja auch total fit sein, wenn wir jetzt hier unsere neue Butze gleich beziehen können. Naja, jetzt habe ich gespoilert, tut mir leid. Böser Buch. Tut mir leid. Erstmal, Burger essen. So, hier, den großen Algo, Schnitte TS Royal und hast nicht gesehen, mit doppelt viel Alge. Doppelt viel Alge? Hat nur gut geschmeckt. Man kann sich in der Regel immer am besten so lange voll pumpen, bis da steht, jetzt bin ich so richtig gut satt, genau. So, dann geht's doch mal hier rein. Hallöchen. Wunderbar, Sie haben es geschafft, auf der Karriereleiter aufzusteigen. Sie bekommen jetzt Ihre zweite Wohnung zugeteilt. Die kostet Sie pro Tag 20 Rocks. Das macht aber nichts, wenn Sie bedenken, dass Sie jetzt auch noch mehr Möglichkeit haben, viel mehr Geld zu verdienen. Schauen Sie doch öfter mal in die Zeitung. Über gute Kontakte gibt es auch noch Jobs. Frau Kleefisch ist natürlich auch nicht zu vergessen. Na wunderbar! Ach übrigens, die Adresse Ihrer neuen Wohnung finden Sie natürlich in den gelben Seiten im Infolift. Bis dann! Bam, bam, bam. Einmal der Werbejingle bitte. Sehr gut, sehr gut. So, mal gucken, wo wir jetzt wohnen. Tipp, tipp, tipp. Max Mustermann wohnt. Level 9 gelb. Dann schauen wir uns doch den Laden mal direkt an. Gelb. Schön. Und hier, bevor wir da gleich groß rumsuchen, wo sind wir? Einfach geradeaus durch. Schön. Eine heiße Sache. Max Mustermann. So. Und unsere Wohnung ist mal direkt eine ordentliche Stufe luxuriöser geworden. Wir haben nämlich jetzt ein Vorzimmer bekommen. Und hier ist unser Schlafzimmer. Alles deutlich größer und aufgeräumter.